Und da sind wir auch schon wieder mit Batman Arkham Origins. Ich hab's jetzt zwar doppelt gedrückt, aber irgendwie finde ich es jetzt nicht schneller dadurch. Viele Gegner, oder? Ne, die sind unter der Brücke. Ja. Das ist halten, oder? Ich bin schon mal vorbeigelaufen. Ups. Was ist das? Störsender? Weicht einfach ganz knallhart aus. Das haben die früher nie gemacht. Dieses daran war ich noch nicht so gut erfahren. Du hast doch keine Chance! Falsch. Wo muss ich denn hier hin? Das ist der Diamond District. Coventry. Ich schnell hier nicht wirklich, wo ich hin soll. Bathöhle. Hier vielleicht. Ah. Ich bin jetzt hier, also muss ich doch noch weiter. Ach, was zeigt denn mir denn da für eine Scheiße auf der Karte an? Beziehungsweise auf dem Ding hier. Thank you.
Seltsam, seltsam. Was ist das? Oh, ein Scharfschützengewehr. Vielleicht für diesen Deadshot. Fakt scheint auf jeden Fall zu sein, ich muss in jedem Ort erstmal diesen Turm erobern, damit ich hier auch schnell wieder hinreisen kann. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist etwas versteckt. Sieht aus wie eine Seite aus einem Tagebuch. Scheint auf eine Spur im Ältesten. Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Cyrus Pinckney. In der Tat. Er war entscheidend am Aufstieg Gothams zu Macht und Geltung beteiligt. Hat auch eng mit Ihrem Vorfahren Solomon Wayne zusammengearbeitet. Leider wurde er am Vorabend seines Verwirrungsvorsams ermordet. Dem Täter wurde ich wollte ehrlich gesagt kämpfen, aber er hat mich nicht gelassen. Also zu meiner Verteidigung, der hat 11 Minuten zugehört. Sonst einfach Sachen hier übersieht. Das finde ich auch so ein bisschen behindert im Spiel gemacht, muss ich sagen. Eine der wenigen Sachen, die mir gar nicht gefallen. Wie zum Beispiel der Karte. Bam! Oh, jetzt hat er gerade ein bisschen Schwierigkeiten hier. Man sieht, der Spiel ruckelt ohne Ende. Wahrscheinlich kann ich schon wieder hier nichts machen. Was ist denn? Das Spiel ruckelt gerade wie blöd. Mein Gott, warum kann er sich denn da nicht mit dem Enterhaken hochziehen? Der wirft.
Ich hab das Ding nur getroffen mit dem Pfarrer. Ich verarsche die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ach, dann fick dich doch. Ich bin auf dem Weg dahin, du Bauer. Aber wenn du dich nicht überall festhaken kannst, kann ich auch nichts dafür. Ist extremst am Ruckeln. So, ich bewege mich, glaube ich, fast drauf zu. Seht ihr, was ich sehe? Boah, das ist jetzt mega am Ruckeln. Da kommt ja gerade auf gar nichts mehr klar. Also da musst du aber nochmal ein Patch rausmachen. Das geht ja gar nicht. Das hatten die alten Spiele aber gar nicht, dass da irgendwelche Ruckler waren. Ich meine, okay, ich habe es erst später gespielt, vielleicht kam da noch ein Patch oder so. Aber jetzt gerade, also guckt euch das mal an, das ist ja übel. Ich versuche jetzt gerade wieder in die Karte reinzukommen, ne? Jetzt wieder raus. Ich schätze mal, ich muss gleich ausmachen, weil so kann ich nicht spielen, ganz ehrlich nicht. Da macht man ein Open World und das ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt. Mich nicht mal hier richtig navigieren. Ganz ehrlich, so macht das Spiel überhaupt keinen Spaß. Wie man das nur so ruckeln lassen kann. Also da sind ja etliche Bugs offenbar drin. Das ist ja voll unfertig, das Spiel. Kann ich da vorne reingleiten? Was auch immer das ist. Nein, natürlich nicht, weil er natürlich erstmal einen Körper machen muss. Das ist eh nur so ein Riddler-Scheiße wieder. Ohne Scheiß, Leute, ich bin gerade mal bei der quasi ersten Mission und das Ding ruckelt und ruckelt und ruckelt, wo es kann. Ist doch nicht mehr normal. Ich habe wenigstens das Ziel erreicht. Das Kino, wo seine Eltern erschossen wurden oder so?
Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Heftig, oder? Der Pinguin. Ich hab schon lange er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Also wer noch so Probleme hat, kann mir mal Bescheid sagen, weil ich verstehe das gerade echt nicht. Jungs! So, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ja, es stabilisiert sich gerade. Das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auf Fies wart, oder? Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Wo ist der ganze Rest? Oh, oh, ganz ruhig, Frau. Wir müssen uns auch an arbeiten. Dann sag mal her, ich bin nicht für eine einzelne Knarre hierher gekommen. Ja, aber du kaufst dir. Wäre, schaut euch doch mal die alte Serie Tales of the Crypt oder Geschichten aus der Gruft an. Die waren echt okay, cool. Okay, okay. Ich geh mal. Stopp! Stopp! Irgendwie, wie können wir verhören? Nicht, nicht. Was immer du tun willst, tu's nicht. Wie ging das denn jetzt nochmal? Okay, okay. Ich gebe auf. Nicht? Hä? Was mach ich denn jetzt nochmal? Was immer du tun willst, tu es nicht. Das wollte ich doch nicht. Stopp! Stopp! Es gibt doch diesen Verhörungsgriff. Wie ging der jetzt nochmal? Okay, okay. Ich gebe auf. Oder ruckelt das Spiel jetzt und der will nicht? Hat er eins? Nein. Nicht? Nee. Was immer du tun willst, tu's nicht. Stopp! Aber warum zeigt er das nicht gleich an? Hab doch 15 mal Dreieck gedrückt. So, ist das Spiel jetzt komplett eingefroren, ja? So ein Scheiß, wenn noch einer von euch Probleme hat. Dann muss ich echt sagen, das ist erbärmlich. Das ist eine richtige erbärmliche Leistung von Warner Bros. Studios. Wo ist er? Verdammt. Wach auf! Was ist los? Ha ha!
Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche. Diese Ruckelei geht mir voll auf den Keks. Also, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Der Part ist ja eh schon fast gewesen. Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, ich sehe es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf Ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. So, hier mache ich jetzt einen Cut. Weil das Ding ist eh nur noch am Ruckern, also irgendwie ist meine Playstation zu heiß gelaufen, aber ich weiß es nicht. Wir sehen uns dann in Part 5. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, so zu gucken. Ich weiß, ich habe manchmal hier so ein bisschen Probleme weiterzukommen, aber ich muss mich erst in das Spiel reinfinden, weil ich lese keine Beschreibung, ich gucke mir keine anderen Let's Plays an und ich gucke mir auch vorher meistens keinen Trailer an, auch wenn ich die auf Facebook poste. Heißt das nicht, dass ich mir die Trailer angucke, weil ich mag es einfach lieber, das Spiel von sich aus zu erfahren. Wenn ich natürlich der Meinung bin, okay, das Spiel ist scheiße oder völlig uninteressant, dann gucke ich mir einen Trailer an, aber auch nur einen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder zu.